Seltsam hier, was ich hier gefunden habe. Ne? Ist in der Nähe von Bäunhof-Berbersdorf hier. Ne? Und das Ding ist wahrscheinlich deutlich da hier. Da kann man hier runterklappen und da kriegt man eine Auffahrt. Und da kann man, sag ich mal, hier wahrscheinlich die Draisinen kann man hier wenden, ne? Dass man wieder zurückfahren kann. Ne? Komme ich nachher nochmal dorthin. Ja, ne? Also hier ist die Richtung hier Berbersdorf Richtung Hainichen. Tja, und hier geht's runter, hier sag ich mal wahrscheinlich rein in den Steinbruch, ne? Berbersdorf im Steinbruch hier, ne? So, und das ist die Striges, ne? Oh, es hat ja vorhin sich ja ganz schön geschüttet hier, ne? Ja, und deshalb sieht das Wasser, sag ich mal, hier ein bisschen hier sehr trüber aus, ne? So, da oben geht die Eisenbahn weiter, die Eisenbahnbrücke hier nach Roßwein, ne? Alte Hainichen Roßwein, ne? Ja, gab es früher auch mal, ne? Dort müsste es reingehen, hier die Straße drüben hier, rein in den Steinbruch, ne? Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Betrieb ist. Ja, ne? Früher war hier Güterverkehr aus dem Steinbruch raus. Ne? Da gibt es schöne alte Vitis, ne? Mit einem Dampfer aus dem Steinbruch raus. Wie sie sich rausquälen mussten, die Steigung hier raus. Hier, ne? Was haben wir da wieder entdeckt? Der Biber. Ne? Typisch Biber. Und dann hat man den oben gefällt, den Baum. Ne? Hier unten, das war der Biber. Ne? Auch schon ewig her. Ne? Auch hier gibt es den Biber. Ja, die Angler, ne? Dort, was ja aussieht wie ein Spinnwebe dort hier, ist eine Anglerschnur, ne? Die haben wahrscheinlich von hier oben aus versucht zu angeln hier. Und da sind sie hängen geblieben, ne? Ja, und dann irgendwann reißt dann die Schnur. Ja, da drüben stand ich vorhin, ne? Jetzt bin ich auf der anderen Seite. So, und das ist der Steinbruch Berbersdorf hier, ne? Ja, ist aber noch in Betrieb, ne? Nur hier drüben und links ging die Eisenbahn rein, ja drüben rein. Ja, ne? Ja, und da sieht man noch hier, zum Glück, dass es wirklich reinging, ne? Wo hier das Tor ist. Ja, ne? Sieht man noch, da haben sie ein Stück Schiene rausgucken lassen. Ja, ne? Ja, das Schotterbett ist noch da hier vorhanden. Ne? Aber die Schwellen und die Schienen fehlen. Ne? So sieht es von der anderen Seite aus. Ne? Und da guckt eben halt noch ein Stück Schiene raus auf dem Schotter.
Ah, das ist typisch Eisenbahn. Da war wahrscheinlich hier war ein Lampenmast, ne? Ein Lampenmast. Da war wahrscheinlich das wegen der Tor wahrscheinlich beleuchtet hier, ne? So, und jetzt kommen wir zu der Brücke hier, ne? Ist das die Brücke, wo ich vorhin war, oder ist das eine andere Brücke, ne? Auf alle Fälle wieder, die Brücke über die Strieg ist hier, ne? So, sieht man mal schön hier. Das ist wirklich eine Eisenbahnbrücke geworden. Ne? Aber keine Schienen mehr. Ne? Die Schienen sind nicht mehr da. Also hier geht es dann Richtung Roswein. Ne? So, da haben wir von der Blick von der Eisenbahnbrücke rüber zum Steinbruch. Und unten fließt die Striges. Ja, guck mal an hier, ne? Da ist sogar noch ein Drahtzug da, ne? Drahtzugleitung hier. Das wird mal da dran gehangen mit Signal oder keine Ahnung, auf alle Fälle war hier auf alle Fälle für eine Stelleinrichtung, ne? Die Drahtzugleitung, ja. Da muss irgendwie hier endet das hier, ne? Ach ne, es geht noch hinten weiter, ne? Da hinten geht es noch weiter, ne? Die Drahtzugleitung hier. Ah, selbst die Birken haben beim Kahlschlag keine Ruhe, ne? So, bin ich auf dem Rückweg hier, ne? Wieder unter die Eisenbahnbrücke rüber, unten drunter weg und drüben wieder hoch her, ja, zum Auto. Ja, da war wirklich hier der Biber, ne? So sieht das aus, ne? Und der ist sogar umgeknallt hier, ne? Er hat das so lange drauf geknabbert, bis umgefallen ist. Der Biber. Ja, hab ich gleich geschafft bis zum Auto. Und dann fahren wir vor zum Bahnhof. Museumsbahnhof ist das nur noch, ne? Ja, 600 mm Feldbahn, ne? Auch an den Bergbau wird gedacht hier, ne? Bergbauregion. Und auch verschiedene landwirtschaftliche Maschinen, ne? Aus der Zeit, wo noch die Landwirtschaft mit Pferden betrieben wurde. Ne? Ja, und den Stein dort oben habe ich mal fotografiert. Ne? Das ist der Stein, wo die Rindviecher gestorben sind hier. Ne? Auf der anderen Seite, ne? Da waren die, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren hier. Da waren etliche gestorben hier. Ne? Die wurden dort begraben. Ja, ist immer mit dem Glas hier, ne? Und dann die Spiegelungen im Glas drin. Ne? Ja, das so sahen die Schotterwagen aus hier. Ne? Vom Steinbruch, den Anschlussbahn, Steinbruchbedienung hier. Ne?
Ja, eine Dreschmaschine, ne? Eine Dreschmaschine, ja. Ja. Sie sahen dafür aus, ne? Mähdrescher, Dreschmaschine. Ne? Ja, hier kam der Transmissionsriemen drauf, ne? Gab es da früher die Dampftraktoren, ja, ne? Oder dann später auch die Dieseltraktoren, ne? Die hatten dann für den Antrieb solcher landwirtschaftlichen Maschinen hatten die Transmissionsriemen und auch beim Traktor ist eine Einrichtung, wo der dran festgemacht wurde. Ja, ne? Und dann ging das los, die Arbeit, ne? Mit der Dreschmaschine. Das wird sich gleich klären. Das ist der Prellbock hier. Ne? Warum steht hier ein Prellbock? Weil das Gleis hier fehlt. Und zwar gehe ich mal davon aus, dass hier früher der Güterboden war, der Güterschuppen, ja, ne? Von Berbersdorf hier. Ne? So ist das hier. Ne? Was von dem Bahnhof Berbersdorf noch übrig ist hier. Ne? Was man da drüben sieht, die kleine Straße dort hier, tja, das war früher die Ladestraße, ne? Da konnte er früher reinfahren, habe ich mein Auto mal abgestellt hier, ne? Ich hatte nämlich immer dienstlich hier zu tun, ne? Das gehörte zu meinem Funktionsbereich Berbersdorf, ne? Bis Börring runter, ja. So. Hier unten saß der Verwaltungsleiter unten drin hier, ne? Ah, Zugfunk, auch noch zu sehen hier, analoger Zugfunk. Und hier oben, das war die Wohnung des Vorstehers, ne? Ja, da hat er dann auch mit, weil es den Vorsteher nicht mehr gab, da musste mit als Verwaltungsleiter arbeiten, ja, ne? Den habe ich früher noch ab und zu noch getroffen, ja, ne? Ja. Tja, auch die Verwaltungsleiter, ja. Habe ich alle gekannt. Was ich hier vermisse, hier war das Kurbelwerk, ne? Die hatten so ein Kurbelwerk wie wir in Großvogtsberg, ne? Aber es ist nicht mehr da. Da stand hier rechts neben der Tür hier, ne? Dort hier, ne? Hier stand das ja, hier in dem Bereich hier. Ja, und zu jedem Bahnhof gehört eine Bahnhofsuhr. Die wird hier oben dran gewesen sein, ja, ne? Guck mal an hier. Sieht aus wie Schließfächer. Das sind kleine Tresore, ja, ne? Gehe ich mal davon aus hier. Weil die werden ja auch Fahrkarten verkauft haben, ja, ne? Nebenbei die Verwaltungslager hier. Ne? Und das Geld musste ja weggeschlossen werden. Ne? Das ist mir früher nicht aufgefallen, weil ich mich ja meistens hier in den Räumlichkeiten des Verwaltungslagers hier aufgehalten habe. Hier, ne? Das ist quasi eine ortsbediente Weiche. Ne? Das sieht komisch aus, die steht hier mitten auf dem Bahnsteig hier so rum hier, aber das Gestänge geht hier unten lang hier, ne? Hier durch hier. So. Und geht jetzt zu dieser Weiche. Und die Weiche hat ein Riegelhandschloss und die wird in der Grundstellung verschlossen, ja, ne? So, dann musst du hier den Schlüssel haben, Schlüssel reinstecken hier, aufschließen. Und dann kann man die Weiche umstellen, ne? Und zwar von dort aus, ne? Und dann kann man die umstellen. Nämlich so, dass man links reinfahren kann, ne? Das nicht das durchgehende Hauptgleis, ne? So.
Gebäude mal von hinten aufgenommen hier, ne? Was da drüben rauskommen tut hier, ist die Winde, ne? Die Winde für die Schranken, für die Schrankenanlage hier vorne, ne? Ja, auf der Seite war ich noch nie hier. Weil wenn ich früher dienstlich hier war, bin ich drüben die Leutestraße reingefahren und habe dort geparkt gegenüber vom Empfangsgebäude hier, ne? Und dann bin ich rübergegangen über die Gleise zum Fahrdienstleiter rein hier, ne? Das Andreaskreuz ist später wahrscheinlich hingekommen hier, wo die Schranke nicht mehr in Betrieb war, ne? Das ist der Trassenverlauf. Zu asphaltiert, ne? Richtung Hainichen geht es hier hoch, ne? Ja, und guck mal an hier. Ein Spannwerk, ne? Ein Spannwerk. Wahrscheinlich für das Einfahrsignal, ne? Für das Einfahrsignal Bahnhof Berbersdorf. So, das ist das Gleis, das durchgehende Hauptgleis hier, ne? Und wenn wir uns jetzt hier drehen hier, damit man es auch jeder versteht, ist die Fortführung, ne, der Trasse, aber leider zu asphaltiert. So, da haben wir nochmal den Schrankenantrieb. Und da ist eben halt die Drahtzugtrasse bis hin zum Schrankenbock. Also Schrankenbock, also Schrankenwände meine ich damit hier, ne? Die Schrankenwände hier, ne? Das, ganz versteckt ist da übrig geblieben hier, ne? So. Ja, dann muss ich dann der Fahrdienstleiter hier, bevor der Ausfahrt oder Einfahrt, die Schranke schließen hier, ne? Und das hat er von hier aus getan, von diesem Standort hier, ne? So, mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute vom ehemaligen Bahnhof in Berbersdorf.